Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Wizards. Ich habe gerade geschaut, ob die Aufnahme überhaupt läuft, weil ich war mir nicht ganz sicher. Das lustige Spiel mit den Zaubern in Minecraft auf dem Mineplex-Server. Ja, das war alles. In dem Spielmodus geht es immer noch darum, Zauber zu sammeln, dann Leute zu töten, noch selbst getötet werden. Je nachdem, wie man lieber spielt. Wenn man lieber stirbt, dann stirbt man halt. Wenn nicht, dann tötet man. Und ich sehe gerade. Ich habe noch gar keinen einzigen Zauber gefunden. Ich brauche doch Zauber. Was ist ein Magier ohne Zauber? Ich weiß es nicht. Jedenfalls kein Magier. Und da hat schon jemand einen netten Fireball nach mir geschossen. Das finde ich nicht ganz so nett. Vor allem, wenn er mich jetzt noch mit seinem Mana-Bolt verfolgt. Ich habe noch rein gar nichts ausgerüstet. Das sollte ich mal machen. Gehen wir mal hier um die Ecke. Rüsten uns ein Mana. So, haben bis jetzt zwei Kampfzauber. Heißt, wir machen jetzt einmal. Ah, ne. So. Und dann einmal so. Und dann stirbt hoffentlich dieser böse Wicht. Ich weiß nicht, ob ich mit der Faust Schaden mache. Auf jeden Fall versuchen wir es trotzdem. Ach, ich sollte eigentlich was looten, weil ich habe echt nicht viele Zauber, muss ich sagen. Er dürfte aber nicht viel Leben haben. Hat er sich geheilt? War das Heilung? Da ist er. Tot. Hab ihn. Und jetzt renne ich auch mal wieder weg. Wir haben jemanden getötet. Muss man manchmal. Manchmal muss man Menschen töten. Gerade in PvP-Spielmodi. So grausam es sich auch anhört, ist es leider so. Und manchmal ist aber auch die Zeit, um wegzurennen. So, wir haben auf jeden Fall unseren netten Mana-Strahler auf Maximum. Ich habe es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen und mich haben schon Leute angeschrien. Warum schreit ihr mich immer an? So, und haben alles ausgerüstet. Erstmal zum Kämpfen. Heißt, wir könnten auf jeden Fall einen Kampf wagen, aber wir können natürlich auch Kisten looten, solange wir nicht kämpfen müssen. Man muss ja nicht immer kämpfen. Manchmal kann man auch einfach nichts tun. Und warten, bis andere einfach so umfallen und sie dann looten. Und so, jetzt will ich aber kämpfen. Ich meine, das Kämpfen gefällt mir ja gerade so gut an diesem Modus. Vor allem, wenn ich einfach Zauber geschenkt bekomme. Hallo, Spieler? Sind hier noch Spieler? Anscheinend. Dann machen wir einmal den da. Dann den. Und vielleicht treffe ich jetzt dadurch, dass ich den verlangsamt habe, auch damit. Ich hätte gerne noch diesen Regenbogenstrahl. Das ist nämlich ein echt guter Zauber, muss ich sagen. Oh, ich habe einen Zauberstab aufgesammelt. Da war der Regenbogenstrahl vom Gegner. Ich hätte ihn allerdings auch gerne. Oh, ich habe mich selbst getroffen. Ach, GG, Maudado, GG. Der hat nicht so viel Rüstung. Könnte ich jetzt so. Und so. Und er ist tot. Hoffentlich hat er einen Regenbogenstrahl getroppt. Wir haben auf jeden Fall genügend Zauberstäbe. Wir haben einen Regenbogenstrahl. Wir haben Earthquake, habe ich entrüstet. Und was haben wir noch? Irgendwas Cooles? Ach, komm. Die Ambosse. Die müssen ja auch mal troppen. Manchmal müssen auch die Ambosse troppen. So. Machen die dem Schaden, wenn er im Haus ist? Ist er schon tot? Anscheinend. So. Dann schießen wir noch den drauf. Und dann den Mana-Strahl. Und irgendwie hat er sich nicht da unten gewehrt. Ich glaube, er hat seinen Heilzauber gesucht wahrscheinlich. Irgendwas, womit er sich hätte retten können. Ach, wir haben ja echt viel Zeug. Das ist ja verrückt. Ich bin ja letztes Mal am Flash, glaube ich, gestorben. Mir ist schon klar, dass Flash mich teleportiert. Allerdings habe ich gedacht, teleportiert ist nur zweidimensional, nur nicht dreidimensional. Und deswegen habe ich einfach, oh, angenommen. Da hat die Regenbogenbrücke habe ich mir aber optimaler vorgestellt, muss ich sagen. Komme ich da irgendwo hoch? Irgendwo hier? War da eine Leiter? Ach, GG, Maudado. GG, kann ich da nur sagen. Ich könnte natürlich dahin flashen. Wollen wir es riskieren? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin hier oben gelandet. Ich bin nicht gestorben. Ja, okay. Und da haben wir noch mehr Sachen geupgradet. Ich werde, glaube ich, den auswechseln zu irgendwas, was mir im Kampf hilft. Ich kann ja auch mal ein bisschen die ganzen Sachen ausprobieren. Okay, einfach ein paar Spinnenweben ist jetzt nicht das Krasseste, muss ich sagen. Da ist, glaube ich, Heilung oder Flash praktischer. Nehmen wir Flash mit. Ich glaube nämlich, sowas wie Flash ist schon nicht gerade schwach. Oh, da ist ein Spieler. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Hallo, Spieler. Habe ich dich getroffen? Ich hoffe doch. Da habe ich verfehlt. Da hat er sich geheilt. Heilzauber könnte ich eigentlich auch mal ausrüsten, fällt mir da so auf. Ist noch auf Cooldown? Flash hat 40 Sekunden Cooldown. Okay, interessant. Ich habe gemeint, 18 gelesen zu haben. Ah, da habe ich verfehlt. Verdammt. Irgendwie
Der Spieler da oben steht schon relativ sicher. Da komme ich nicht so gut dran, muss ich sagen. Ich könnte natürlich Flash benutzen, aber Flash ist ziemlich riskant. Ach, mein Mana-Bolt will den da oben. Habe ich ihn erwischt. Er hat mich auch erwischt. Nicht unbedingt ein ultra guter Tausch. Könnte mich wieder hochflashen, aber ich hätte lieber die Regenbogenbrücke, muss ich da gerade offen zugeben, weil die ist auch ziemlich cool. Ich meine, ich mache eine Brücke aus Regenbögen. So, dann versuchen wir Earthquake auf beide eventuell drauf zu kriegen und dann den da damit zu treffen und wenn ich das nicht tue, dann halt damit. Aber das ist kein Treffer, das sah eigentlich für mich nach einem Treffer aus, muss ich sagen. Oh, da hat Hunde gespawnt. Könnte ich eigentlich auch mal. Nette Wuff-Wuffs. Habe ich eigentlich besser. Ja, ich habe besseres Equip. Ich hätte mich schon längst umziehen sollen. Ach, Maudado, nie ziehst du dich um. Du musst doch immer die neuesten Klamotten tragen, damit du am besten geschützt bist, okay? Danke, dass du dich zeigst. Ja, die Reichweite wird nicht reichen. Oh, da hat er Spinnennetzen geworfen, okay. Ich glaube nämlich, die Spinnennetze treffen nicht so gut. Ich denke mal, dass die... Okay, man muss echt genau treffen. Da verschätze ich mich jedes Mal, muss ich sagen. Deswegen würde ich ihn gerne davor verlangsamen. Schneiden mir einfach mal den Weg ab. Oh. Oh. Oh, die Spinnenbeben sind doch nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, anscheinend. Eventuell treffen ihn das. Was, hier ist ein Knochen ausgerüstet? Nein, hier wollte ich eigentlich nicht ausrüsten. Da wollte ich eigentlich immer noch mein Mana-Ding haben. So. Kein Wunder, dass es die ganze Zeit nicht funktioniert. Hm. Das wird ein ganz schön toughes Match. Hier gegen den. Sammeln wir noch das Zeug hier auf. Die tolle Sache ist, ja, ich habe alle Zauber, aber irgendwie... weiß ich nicht. Den Flash benutze ich nicht richtig, da, weil ich mich wahrscheinlich wieder nur in den Tod flash. Ach nein. Zum Beispiel hier. Ich hätte direkt wechseln müssen. So, hat ihn das getroffen? Wenn ja, dann ist es ganz gut. Ach, da habe ich wieder verfehlt. Ah, Maudado. Konzentration. Sonst wird er dich töten. Der böse Magier. Oh, er ist tot. Okay. Vielleicht tötet er mich auch nicht. Vielleicht töte ich ihn. Aber es war ganz schön knapp, muss ich sagen. Ja, ja. So, da ist momentan was anderes drauf. Ghost hat 28 Cooldown. Benutzen wir es mal. Oh, das ist eigentlich auch praktisch. Das könnte ich auch häufiger benutzen. Und wie lang? Oh, relativ lang dafür, dass der Cooldown so gering ist. Ich meine, das ist jetzt auf Cooldown. Der Speedboost läuft dann erst aus. Und Speedboosts in Minecraft sind eigentlich recht gut. Wir haben einen letzten Spieler. Die Frage ist natürlich, wo? Spieler, wo bist du? Ich bin hier. Beachte mich. Nein, hallo. Können wir mal auf eine erhöhte Position klettern. Und hoffen, dass wir ihn dann sehen. Könnten wir natürlich auch wieder eine Regenbogenbrücke irgendwo hinbauen. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht funktioniert es ja diesmal. Ah, sieht gut aus. Das ist durchaus eine gelungene... Mana-Kosten und Cooldown wurden reduziert. Oh, das bedeutet eigentlich für den Zauber hier, dass ich durchgehend einen Speedboost habe. Wo ist er denn? Hallo? Also ich finde es ganz cool, dass nach einer Weile, wenn man zu lange spielt, dass dann Mana-Kosten und Cooldown entfernt werden, also reduziert werden, weil dadurch werden die Kämpfe spannender und es stirbt halt mal schneller jemand. Das ist eigentlich eine echt gute Idee. Wenn ich den Spieler finden würde. Ach nein, der ich hoffe, er versteckt sich nicht einfach die ganze Zeit. Vor allem, er muss sneaken, sonst würde ich ja auch irgendwie seinen Namen sehen. Ich habe ja vorhin ein paar auf dem Dach rumdümpeln sehen. Entweder sucht mich auch gerade genauso verzweifelt wie ich ihn, oder er campt. Campen finde ich nicht so gut. Ich kann ihn einfach mal so ein bisschen in der Mitte... Ach, jetzt wurde es nochmal reduziert. Hier. 6 Sekunden auf dem. Spieler, ich bin in der Mitte. Bitte, komm. Bitte melde dich. Was will ich mit dem Diamanten? Was kann der? Ich weiß es nicht. Kann ich mir damit irgendwann ein Schwert machen? Na, Schwerter wären extrem komisch in dem Modus, das bezweifle ich. Wahrscheinlich, um sich Rüstung selbst zu craften, aber ich frage mich, wo man Rüstung craften kann. Ja, oh, da war ein Schuss. Ah, von da.
Da habe ich ihn getroffen. Bräuchte ich eigentlich eine Regenbogenbrücke hin? Dann rüste ich jetzt auch mal Heal aus. Denn das nutzt mir, glaube ich, gerade ein bisschen mehr im Kampf. So, benutze ich Heal, weil das hat ja jetzt einen extrem geringen Cooldown. Das dürfte ihn treffen. Und er rennt einfach meine Regenbogenbrücke entlang. Oh, meine Regenbogenbrücke baut sich ab. Oh, der fällt gleich runter, wenn er da drauf bleibt. Trifft ihn das? Nein. Er hat sich auch eine gebaut. Das Regenbogenbrückenduell. Komm her, Spieler. Oh, was? Nein, warum hast du dich umgebracht? Warum? Warum musst du ja sterben? Ach nein. Naja, egal. Gut, das war Minecraft Wizards. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann hat es euch nicht gefallen. Oh, ich habe 1500 Gems, wenn ich... Gems. Wenn ich mir hier noch 500 anspare, dann kann ich mir den Mystic kaufen. Was auch immer der kann. Und ich habe keine Ahnung, was die Achievements hier sind. Warte, wie viel habe ich denn die Runde bekommen? Äh, 64? Okay. Also ich muss noch so 8 Spiele spielen. Wenn ich jedes Mal gewinne. Für was habe ich noch Punkte bekommen? Ach so, für Anteilnahme, dass ich viel mitgemacht habe. Und für First Blood. Für First Blood bekommt man 10. Und für jeden Kill bekommt man auch ein bisschen was. Na dann, egal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.